Willkommen im Auto in der Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Auto in der Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Auto in der Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Auto in der Alltag. Komm zu dir. Der Jürgen hat hier gerade sich beschwert über die miese Qualität der Videos, weil ich sage, ich will jetzt im Vlog-Modus vielleicht ein bisschen so euch auf die Reise hier mitnehmen, was wir so über den Tag noch machen müssen. Und was hast du dazu gerade gesagt? Wie war deine Äußerung? Naja, wir könnten auch richtig geile Videos machen irgendwie und so, aber nee. Aber wir machen wieder Reality-Scheiße. Wieder so eine Reality-Scheiße. Ja, was soll ich jetzt nehmen? Soll ich jetzt die nehmen oder die andere? Ja, nehmen wir erstmal die. Ja, die ist aber halt zum Film einfach praktischer, ne? Ja, da siehst du halt nichts. Da kannst du einen Spiegel hinten dran bauen. Ja, du siehst halt nichts. Hier siehst du dich halt. Geil. So, Freunde, ich hoffe, der Ton ist einigermaßen gut. Wir wissen noch nicht, ob wir das Video nehmen können. Jetzt sind wir hier im... Ja, fast Tagebuch, könnte man sagen. Jedenfalls sind wir jetzt gerade dran, Autos vorzubereiten. Wir haben neue Fahrzeuge bekommen, die wir jetzt checken müssen, reinigen müssen, Probefahren. Kennzeichenträger umschrauben, durchgucken theoretisch, bebildern, beschreiben, online stellen, der ganze Scheißdreck. Sprich, das was vor dem Verkauf kommt, ist mindestens fast genauso anstrengend wie das was nach dem Verkauf kommt. Und da ist der Verkauf eigentlich jetzt im Zweifel, wenn es dann gelingt, ja, wie soll ich denn sagen, die Belohnung. Gehen wir mal los. Ich versuche das mal euch jetzt hier auf die Reise live mitzunehmen, weil eigentlich war mein Plan ursprünglich des YouTube-Kanals gewesen, euch wirklich das gesamte Tagesgeschäft mehr oder weniger im täglichen Rhythmus zu zeigen, da dass sich das aber filmisch überhaupt nicht darstellen lässt. Also da brauchst du irgendwie gefühlt drei Kameraleute, die dich hier mehr oder weniger filmen. Das geht halt eigentlich nie. Gut, und zwar fangen wir jetzt an. Wir fangen jetzt mal an, wir gucken mal hier rum. Captain Lost ist auch wieder da. Na, André? Guten Morgen. Was machst du denn so? Annonsen, wofür? Wir suchen einen Kfz-Mechatroniker, wir suchen einen Aufbereiter, wir suchen einen Verkäufer und noch zu guter Letzt auch einen Einkäufer. Genau. Und die schalten wir gerade nach. Wir knallen das gerade über, hat der André den Auftrag von mir gekriegt, dass wir ja gucken, ob es noch irgendwo coole Leute am Start gibt. Man sollte immer die Angel draußen haben oder die Köder, vielleicht kommt hier irgendjemand, den der Bock hat, der zu uns passt, wo wir dazu passen und hier vielleicht gemeinsam mal was machen können. Oder, André? Genau. So, was ist hier los? Hier ist schon mal den Wald begrenzt. Lisa verkauft gerade ein Auto, glaube ich. Der ist Versicherungsmann. Das ja, aber wenn er dadurch günstiger kommt, ist ihm das doch eigentlich ja, moschig, oder nicht? Er kommt damit natürlich nicht günstiger. Also wir kriegen ja von der Bank eine kleine Provision, oder ja, mittlerweile ja. Ist es mehr oder weniger eine kleine Provision, wenn so üppig wie vorher sind die nicht mehr. Gib her. Ich mach zwar jetzt keinen Sinn, wenn ich da drin rumrühre. Ja gut, so, dann werden wir den 6-2-Tag machen, oder? Ich denke mal, also der Plan ist jetzt, der Motorenbauer hat jetzt endlich seine Daten oder die uns den letzten Stand, den wir uns brauchten, noch übermittelt. Jetzt kriegen wir die Teile endlich die Woche noch hoffentlich und dann fängt er an, das Ding zu bauen. Die arbeiten leider nicht ganz so schnell, wie wir das gerne gewollt hätten oder wie wir uns das vorgestellt haben, weil der Motor hat ja schon seit, ich weiß gar nicht, 4 Wochen mindestens da liegen. Ne? Also an uns lag es nie, wir waren schnell, aber Dr. Kollegen und Motorbauer, die sind aber generell alle ein bisschen wild, die Kollegen. Also wir können den 6er mit abmelden, dann gibst du mit der Anmeldung, brauchen wir Fahrzeugschein hier von dir? Ja. Wollen wir mal gucken, mal schnell. Und dann können wir auch in der Zwischenzeit auch mal, wir haben jetzt den Schlepper alles wieder da. Da können wir auch mal den M3 bei dir atmen, dass das immer erledigt ist. Davon gehe ich aus. Aber wenn ihr sagt, die Kosten gehen drücken, dann würde ich ihn lieber stilllegen und dann wieder anmelden. Ne? Das wäre jetzt eben die Frage, ob das Sinn macht. Ja, müssen wir dann gucken, was das die Kosten dann sind. Müssen wir uns dann irgendwie auf irgendwas einigen oder so. Keine Ahnung. Gut. Ja, du weißt ja schon Bescheid. Ja. Stefan meldet sich sobald er kennt mich dann schon. Ja. Kommt der autark auf dich zurück, ne? Und gibt dir ein Info. Ja, ja? Ich danke dir für deine Geduld. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Freunde, ne, so ist das dann. Leider war das mit dem 650 Motor einfach zu lange. Ne, der Motorenbauer zwischendurch überlastet. Dann im Urlaub, dann gibt es Teileprobleme, dann ist unklar, wo welche Lagerschale wie reinkommt, dann warst du wieder auf Zuarbeit, das habt ihr ja schon in den Videos gesehen. Dann bist du wieder auf die anderen angewiesen, dann ickerst du wieder hinterher und ach, das geht so sack, Alter. Kannst du dir gar nicht vorstellen. So, jetzt nehmen wir mal hier unseren
11,50 CDI. Man kann es hier ganz wunderbar sehen. Ich würde jetzt Julians Neujahr. Wer ist dafür, dass Julian ein neues Auto bekommt, und zwar diesen hier? Der schreibt jetzt eine 1 in den Chat. Der Julian hat mal gesagt, wenn jeder unserer Abonnenten 1 Euro für den Julian spenden würde, dann hätte ich schon lange. Dann hätte er schon lange einen W221. Was denn? Dieser Schummel. Was für ein Schummel? Das ist egal. Weißt du, den schwarzen? Ja. Kannst du ruhig zeigen. Das ist vom Feinsten. Oh, der ist wie neu jetzt, oder? Ja, wirklich. Ist geil. Ja, ansonsten, ich finde diesen Lito Mixer, da haben wir auch schon einen interessanten für das Ding. Weil halt selten Ausstattung hat, das ELS, also LED, High-Performance-Scheinwerfer, Wahnsinn. Und, der hat sogar 2 Schiebetüren und Fangband kaputt. Typische Stadtwanze. Guck mal, eigentlich alles schmutzig wie die Sau. Typisch halt, ne? So kommen die Autos dann an. Das geht aber bei dem noch, finde ich. Ne? Also, der ist noch nicht mal ganz so versüfft. Und da hast du halt hinten die Rückbank. Und die Trennwand mit Scheibe sogar. Cool. Und was ich geil finde, voilà, 2x Schiebetür. Das finde ich halt gut. Ne? Und die meisten Vito Mixto haben halt oftmals keine Ausstattung. Ne? Der hat PDC, der hat LED, der hat ein großes Radio, hat Tempomat, Mufo Lenkrad, große Klima. Very important, Automatikgetriebe, sogar mit Schaltwippen. Finde ich ganz geil. Und eigentlich sind das eigentlich, ja, ganz salopp gesagt, in 90% der Fälle runtergewanzte Kisten. Hat sogar eine Anhängerkuppel und ganz wichtig Allrad. Sensationell. Der Lack ist halt. Lack ist stumpf wie Sau. Lack ist richtig scheiße. Also halt nicht scheiße, aber stumpf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Da. Und hier, das ist halt so Oberflächenzeug, das muss poliert werden. Dann geht das eigentlich. Auch hier, das vom Gewisch. Ne, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so sehen könnt. Ja, mal gucken, ob wir aus dem Video was machen können. Das weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Ich wollte es bloß mal versuchen. So, dann gehen wir mal los. Lost Rinser ist übrigens auch weitergegangen. Und übrigens, da hinten kann man ihn sehen. Da irgendwo. Golf 6 R, was mittlerweile echt selten ist bei uns im Unternehmen. So, los. Kennzeichen dran schrauben. Nehme ich euch mal kurz mit hier in die Werkstatt. Übrigens, Kennzeichen, Leisten und Träger. Ich denke, da haben wir jetzt einiges wieder da, auch was für euch, für dann später für den Shop. Ja, sieht man das hier? Ja. Immer wild, jawohl, und Leiste. Genau. Das müssen wir jetzt irgendwie noch mal bebildern und dann irgendwie in den Shop einspielen, bis wir noch nie, wie wir das machen. Ah ja. Ja, der Jürgen hat es ja während von Instagram folgt, der hat es ja schon gesehen. Ja. So, der John macht gerade einen Service an dem Ding. Das wisst ihr ja auch schon, mit dem Pulli wisst ihr das schon auch schon, das Video dürfte dann schon gelaufen sein. Ja, ansonsten kommen auch die Federbeine dann raus, dann hat der Kunde sich gewünscht. Der Kunde ist übrigens, der war interessiert daraus, ein geiles Auto zu machen. Dann möchte ich gerne noch die Scheinwerferpullis haben. Die sind ein bisschen stumpf. Typisch halt für Baujahr-Laufleistung und da, wo er herkommt. Geht aber eigentlich noch, finde ich. Dafür, dass er so alt ist, ja fast 20 Jahre alt, die Karre. Ne? Und die Stoßstange noch lackiert hinten haben und ich glaube noch Seitenteil, wurde mir vorhin gesagt. Das hat aber leider der Kollege vergessen zu übermitteln. Im Stress. Aber deswegen hat sich der Kollege das ja angenommen, Stefan, und ja, hat das mit dem Kunden Gott sei Dank noch korrespondieren können. Stimmt's? Mhm. Jetzt haben wir einen Startplan entwickelt, wir machen das Auto jetzt servicetechnisch erstmal fertig. Dann machen wir Lack. Dann kommt die Dämpfer raus. Haben jetzt eine Firma aufgetan, die Dinger reparieren kann. Machen wir vielleicht schon eine kleine Kooperation mit denen. Mal sehen. Stimmt's schon. Zumal wenn man überlegt, was das Auto an Wert hat, wenn das erhält. Ja, das ist völlig richtig. Und außerdem hat das Ding irgendwie, wir haben es ja gemessen, 476 PS am Start. Und da macht ein intaktes Fahrwerk und Bremse auf jeden Fall Sinn. So, Freunde, nehmen wir dann gleich das neue Zeug hier. Aha, die sind schon. Ich bin so zufrieden, ich lasse sogar die Leiste dran. Ich glaube, das hatte sich da Jürgen ausgedacht, das fand ich richtig geil. Sehr. Jawohl! Jawohl! Jetzt was mit Kunde. Das passt doch perfekt, oder? Gibst du mir davon mal 2? Dann klatsche ich dir jetzt ans Auto. So, jetzt packen. Oh, Scheiße! Aber was machst du denn? Sowas. Was denn? Was ich mir notiert habe und was aber abhanden gekommen ist. Was ich schon halt entsorgt habe. Ach, Scheiße, ey. Oh Mann.
So, Freunde. Sag ja, deswegen ist dieser Vlog-Modus eigentlich ganz geil. Weil da könnt ihr wirklich live dabei sein. Es ist grad, wir haben ja gerade über das Weltbord geredet. Dass es eigentlich ganz cool ist, dass der Kunde da am Dämpfer nicht sparen will und dann noch ihn haben will. So, was ist das gerade? Was kann man denn nochmal telefonieren? Wegen dem Lack? Wegen dem Lack. Weil er das nochmal lackieren lassen will. Ich weiß gar nicht, da hinten. Warum eigentlich? Ja, wegen. Wieso? Ha? Ach, deswegen? Deswegen. Ja, okay. Und hier. Und hier hinten halt. Hm. Hier. Und hier. Ja, okay. Der hatte aber klein mit dem Tom besprochen von Anfang an. Okay, bezahle ich das eigene Tasche, will ich aber hübsch haben. No, okay. Also ringsrum ein bisschen hübsch machen und ein bisschen nach, dass das Ding wirklich knapp aussieht, 790 Euro. Na gut, das ja. Geht ja. Wand ich jetzt ohne, also der muss auch arbeiten, dann hat Material auf Wand. Also verlegen, abbauen, verlegen. Genau, also wir reden nicht von 7.900 Euro, sondern von 790 Euro. Na, und was ist passiert? Ja, erstmal war das viel Geld. Okay. Kannst du auch bei sich abkehren lassen, verwende ich auch Single oder noch mehr? In Summe war aber dann, wenn wir das Auto zum 15. vor der Tür stehen haben und wenn wir das nicht schaffen, wollen wir das anfangen. Wort wird es die Aussage. Und dann lass es. Und ich sagte aus Erfahrung, wenn das sich jetzt so schon verhält, der Kunde. Ja, das gibt nur Theater. Gibt nur Theater. Ja, voll kaputt. Den habe ich permanent in der Gewährleistung. Ja, ja, nee, komm, da brauchst du nicht weitermachen. Das ist sinnlos. Das ist vor Auslieferung schon zum Problem. Ja, nee, ganz ehrlich, das ist wirklich ein großes Projekt mit dem Auto. Hier war, ist auch viel zu tun gewesen. Das war bekannt. Das kann der Kunde überhaupt nicht. Aber uns hier unter Druck zu setzen, weil er hätte jetzt schon lange eine Nächte, er war auf sein Auto und nee, der Tom hat ihm fiktiv gesagt, circa 15, also unsere 14 Tage. Ja, circa. Jetzt, der kommt aus Griechenland und will am Montag den 18. abholen. Wenn das Ding nicht fertig ist, machen wir gar nicht anfangen. Wortwörtlich, weil der ist jetzt sauer, weil du im Video erklärt hast, dass du tiefer damit zu tun hast. Ich muss ehrlich sagen, ich muss das Video jetzt selber nochmal kurz sichten, was ich genau gesagt habe, wie mein Wortlaut war. Ob ich gesagt habe, wir bauen es auf jeden Fall ein oder ob ich gesagt habe, dass ich überlege, das einzubauen. Ich glaube, es war letzteres. Ist ja auch. Also wenn ich es, pass auf Freunde, ne, wenn ich es versprochen habe, dass es da reinkommt, dann kommt es halt da rein. Ne? Dann ist es eben so. Gucken wir das jetzt mal schnell an. Wir beruhigen uns jetzt auch schon wieder, ja, genauso wahrscheinlich wie der Kunde. Machen erstmal unseren Talk weiter. Wir bauen jetzt erstmal mit dem Auto weiter. Wir haben es ja eben angefangen, wie ist es jetzt Ende. Völlig egal, was es dabei rauskommt. Ob wir jetzt mit dem weitermachen mit dem Kunden oder nicht. Aber ich glaube, so gefühlt ist es gerade bis auf den falschen Stand. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unter dem falschen Stern. Bin ja mal gespannt, wann die Szene endlich kommt hier. Das war jetzt so mein Zocken. Ne? Gleich gezockt bei dem Auto. So, jetzt hatte ich gerade erwähnt, dass wir für um die 25, also ich glaube, der Verkaufspreis war mal 26 oder irgend sowas. Müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Oder 26,9. Service, TÜV, Inspektion und die reparierte Stoßstange und Zeug mit drin ist. Also von dem Tieferlegungsmodul habe ich jetzt hier an der Stelle noch nichts gesagt. Aus Lenkrad ist eigentlich ganz geil, ne? Carbon? Ja, da müsste ich mir das hier aber glücklich noch verkarbonisieren lassen, damit das Bild zusammenpasst, ne? Und hier müssen wir mal verkarbonisieren lassen. Würde ich sagen. Komm, was für eine Scheiße. Jawohl! Und da sind sie wieder! Die Eisenmänner sind da! Finde. Nie darüber geredet. Das nervt mich jetzt selber, dass ich das nicht finde. Ich weiß, dass ich irgendwann mal was dazu gesagt hatte. Aber in welchem Video das jetzt war, meine Fresse, ey. Nochmal von vorne bitte für euch. Ich habe die Videostelle endlich gefunden. Das ist echt zu empfehlen. Mittlerweile aber, glaube ich, ein Problem, das Zeug zu bekommen. Vielleicht wisst ihr es ja gleich noch, ob das in die erste Serie von SL passt. Ob das geht. Ansonsten ist. So. An der Stelle bin ich mir ja selber und bis jetzt auch noch nicht 100% safe sicher, dass es da reinpasst, weil ich es bis jetzt noch nie wirklich geprüft hatte. Ich weiß aber, dass es für den Mopf geht. Aber der hat auch nochmal ein geändertes Fahrwerk. So, das ist Punkt 1. Punkt 2. Ich kann nur nachgoogeln und nachlesen, wie die Einstellmöglichkeiten waren. Aber das könnte man vielleicht mal verbauen, weil liegt seit Jahren bei mir. Auch so jetzt hier. Könnte man vielleicht mal verbauen. Vielleicht mal verbauen. Weicht ab von der Aussage, ist versprochen worden im Video. Also, ja. Vielleicht mal verbauen, heißt nicht eingebaut. Wir machen es. Und wenn Ihnen das wirklich so wichtig ist oder ein wichtiges Thema ist, dass dieses Modul da reinkommt, wo ich noch nicht mal genau weiß, ob es wirklich geht, dass es auch geprüft werden muss erstmal noch, das muss ich jetzt nochmal klären, dann müsste man es auch ansprechen. Hier im Verkaufsgespräch und sagen, ich will das haben. Dann müssen wir jetzt mal einen Tom schnell fragen, was da der Tenor war.
ich habe im Video gesagt, Tom, vielleicht mal verbauen und habe auch vorher angeführt, dass ich mir nie safe sicher bin, ob es wirklich reinpasst zu dem Auto. Gar nichts mit dem Auto zu tun, das war einfach... was war denn hier der Tenor aus dem... Ich habe gesehen und sagte dann nach Motto, dass du das halt kostenlos mitverfahren kannst. Der Verein der Ton macht die Musik. Ja. Irgendwie dann zu sagen, was hat er zu dir gesagt? Im Video wurde es versprochen. Im Video wurde es versprochen. Und Versprechen muss man halten. Ich habe aber nichts versprochen. Ne? Wenn ich sage, wir bauen es da ein und es gehört dann zum Auto dazu, dann ist es so. Aber wenn ich sage, vielleicht mal einbauen und ich muss vorher gucken und prüfen, ob es überhaupt passt, ja, dann kann ich nicht dann hinterhergehen und Kunde sagen, du hast gesagt, du machst das da rein. Bestimmt so nicht. Und da gibt es ein Video davon, Alter, Leute. Und das ist genau das, was mich in diesem scheiß Drecks-Handelsgeschäft so ankotzt, Leute. Es passiert sehr häufig, deswegen liefert nur noch derjenige, der das Auto verkauft hat, auch aus. Weil wir das immer wieder auf dasselbe Problem stoßen, dass Kollege X verkauft, macht den Vertrag, schreibt alles auf. Ihr könnt es hier nochmal sehen. Hier, da. Schriftlich. Per WhatsApp und dann, weil in der Anzeige steht, einfach vorbeikommen. Ja, geht auch, kann man gerne abwerfen hier, ne? Aber wir brauchen eine Bewerbung. Nehmt doch einen letzten Stand. Genau. Hier steht minutiös alles drauf. Fahrzeugcheck, TÜV neu, Türeinstieg lackieren, Plastikabdeckung erneuern oder reparieren, Türgummidichtung, Fahrerseite erneuern, Ozonreinigung mit anschließenden Innenraumduft, Heckklappen Spaltmaß einstellen, Sicherung, plus Sicherung rechts erneuern, Heckklappenkante und mit Kantenschutzfolie versehen, schwarz. Steht verfickte Scheiße alles hier drauf. So. SL55. Fahrzeugcheck, TÜV-Datenblatt, Service groß neu. Ganghebel hängt sporadisch. Keine Ahnung, was da los ist. Kühlergrill erneuern, Unterbodenschutz am Motor, fehlt erneuern, ist bestellt zum 24.8. steht hier. Elektronik überprüfen, Batterie, Tacho fällt bei, kann ich leider nicht lesen, Ende dann durch, Bremssicht erneuern, Lack polieren. Das ist mit dem Kunden ausgemacht worden. Also, hier saß am Tisch. Hier steht nichts von Tieferlegungsmodul. Und das kotzt mich halt echt an. Dass die Leute versuchen, dich echt irgendwie, ich weiß auch nicht, manchmal habe ich den Eindruck, also manche machen es gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, da bin ich mir safe sicher, dass sie vielleicht irgendwie beiläufig was erwähnt haben. Aber für uns ist das Gesetz, was aufgeschrieben wurde. Deswegen schreiben wir auch alles auf. Meine Intention war zwischendurch schon zu sagen, okay, komm, wir schneiden alles mit. Wir schneiden alles mit, damit es hinterher keine Diskussion mehr gibt. Dann kriegt jeder eine SD-Karte oder einen USB-Stick, wo das gesagte Wort mit drauf ist. Damit dann jeder nochmal zurückspulen kann und sagen, Moment, was haben wir denn gesagt? Und das Video hier, da haben wir es gemacht, zu dem Auto, beziehungsweise hier drin, zeigt ja, dass es im Video, ihr könnt es euch alle angucken, nicht gesagt wurde, es wird da eingebaut. Sondern man könnte mal, wenn man zum Beispiel jetzt der Kunde will, was weiß ich, hier, anstatt Lorenzer 21 Zoll, ich hätte gern Lorenzer 22 Zoll, dann würde ich an der Stelle sagen, du, kann ich prüfen. Kann ich gucken, ob das geht, kann ich dir nicht versprechen. Ja, und weißt du, was dann oftmals hinten bei rauskommt, bei der Abholung? Der Kunde, der Kollege hat aber gesagt, 22 Zoll ist kein Thema, komm auf. Ja, wegen dem SL, wegen dem Tieferlegungsmodul. Da sagte der Kunde wohl, das wäre versprochen gewesen im Video. Das habe ich mir echt die Zeit genommen, das Video geprüft und ich sage, ich habe so ein Ding, richtig, ich weiß nicht, ob es passt. Ja. Das war der Eingang und der Ausgang war, ich habe gesagt, wir könnten mal drüber, mehr oder weniger, könnten mal drüber nachdenken, was da einzubauen. Ja, ja. Das ist so krass, das zeigt aber mal so geil auf. So läuft. Die Leute hören, was sie hören wollen. Ja. Die hören nicht das, was du gesagt hast. Alle belasten gleichzeitig. Mal gucken, ob das findet. Hast du schon was verkauft? Also ich hatte schon mal in Dynavien. Nur ein bisschen die Situation hier einfach. gefunden. Und der feigst die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was der nimmt. Früh. Also ich muss mal wissen weiter. Ich muss immer so viel feigst mehr. Oh, da können wir ja noch unser Logo drauf finden. Für die Leute, die gerne ein Serviceheft haben wollen, weil es ja meistens keine mehr gibt. Rufe jetzt mal den Kunden an, red mal mit dem. Ich hab's mit dem Händler angerufen, weil der andere
Ja, nee, pass auf, wir haben einen Vertrag mit dem, wenn dann müsste Einigkeit darüber herrschen. Wir haben ja Regelpflicht. Einigkeit, no? Und Recht und Freiheit. So läuft's hier wirklich. Ja, so läuft's hier wirklich. Also wenn du ein Typ bist, der alles genau auf die Waagschale legt und alles genau für sich bewahrt und komplett ernst nimmt, bist du ja vollkommen falsch in der Branche. Du musst ein bisschen Fell haben und ein bisschen was abfallen lassen können, sonst drehst du nicht durch. Ihr habt ja meine Emotion gesehen. Ich war selber auch schon angepisst, genauso wie der Kunde. Jetzt habe ich mich langsam wieder beruhigt und jetzt ist für mich wieder alles in Ordnung. Was gibt's denn zum Mittag? Bisch oder die Nudeln oder so. Was hast du denn? Genau, Stefan, was gibt's denn? Ihr seid meine Zeugen. Ich baue Kochplatten für den Stefan ein. Strom-Lithium-Boden übrigens, nur mal so als Randinformation. Leider nicht stark genug, obwohl doch Steckdosen sind ja da, die Ikea-Kochplatten gehen. Stefan, kannst du kochen? Stefan, was gibt's denn? Also ich koche gerne für gut. Oh ja, das machen manche Kunde auch gerne. Nee, also jetzt mal ohne Scheiß. Wir sehen jetzt mal zu, jetzt haben wir auch schon eine Radkopf, immer schon eine Stunde gelabert. Das muss ich da Julian alles reinziehen. Und das Auto steht immer noch da. Weil ich natürlich jetzt auch für mich wissen wollte, was habe ich gesagt? Damit ich im Zweifel, wenn ich gesagt hätte, ich habe versprochen, dass wir das da einbauen. Oder gesagt, verbindlich, dass wir es einbauen. Hätte ich den Sekunden angerufen und gesagt, du, tut mir leid, Ding kommt da rein, Feierabend. Ist klasse. Aber mach jetzt mal schnell. Ja, Mann. Weiber. So, Freunde der Nacht. Irgendwo ist der Kollege mit dem Krankenschrauber unterwegs. Jetzt touchen wir hier ein paar Schilder dran. Reifentöter, jawohl. Der nächste fährt drüber. Ja, und so siehst du, dass einfach, du brauchst eigentlich nichts machen. Irgendwas passiert immer. Könnt ihr das sehen? Die gehören dann auf jeden Fall hier rein. Schön, oder? Passt. Sieht gut aus. Können wir so lassen. Sag ja, Material ohne Ende. Schon über eine Stunde jetzt. Geil, ich mach richtig drauf. Schnauze. Ja, der Jürgen muss halt alles angucken, ne? Das fuckt halt ab. Theoretisch Schulterbrandheft ausfüllen. Dann könnte man damit eigentlich los. Hat sogar saftlos das Ding, geil. Und machen wir erstmal eine Oberwäsche. Die Kollegen hier sind auch da. Von WM. Wegen unserer Wuchtmaschine schon seit Stunden. Weil da irgendeine Scheiße nie geht. Also da ist kein Bedienungsfehler und auch nie so ein Adapterproblem. Irgendein anderes Scheißproblem hat das Ding. Und weil ja einer geschrieben hat, wir hätten so ziemlich das schlechteste Produkt gekauft, was es gibt. Du, das Ding war teuer. Das war, glaube ich, eher vom Preis her im oberen Segment. Also was Arbeitsmittel angeht, bin ich jetzt nicht unbedingt der Sparer und auch nicht dafür bekannt. OPL Insignia GSI als Diesel Biturbo. Okay, hier brauchen wir das Umschrauben. Ja, geil. Boah, was ist denn jetzt los? Sag da schon mal komplett Hallo hier, der Kollege. Nicht schlecht, oder? Alter, der flippt ja schon komplett aus hier. Boah, die Sitze sind ja mal da, Hammer, ey. Cool. Sag ja, Opel, also aber der Head-Up-Display, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der ist eigentlich ganz witzig. Cool aus. Dann wollen wir mal gucken, dass wir uns nie beim Selberfüllen irgendwo an der Karre anfahren. Das wäre schlecht. Der ist ja ein Riesenschiff, der Insignia, der neue. Das ist ja Wahnsinn. Feier ich das Auto, wirklich. Hätte ich echt Bock mal mitzufahren, wie ein W221 fährt als Diesel 350er, weiß ich. Aber wie der fährt, weiß ich nicht. Wechseln wir mit der Lisa mal ab. Würde ich vorschlagen. Das Sprit ist auch noch ein bisschen was drin, das ist schon mal schön. Das freut den Enrico. Was? Das ist man, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, Leute, Ford hat einen Fehler gemacht, sich mit dem Mondeo aus dem Feld zurückzuziehen. Das mit dem Focus quasi zu vereinen, glaube ich, ist ein Fehler, weil ich glaube, Opel verkauft den Insignia richtig gut und hat dafür, dass Ford den Mondeo aus dem Programm ersatzlos gestrichen hat, quasi mehr neue Kunden im Zweifel, ne? Gewonnen. Als Zulauf, weil ihr Produkt, auf Deutsch gesagt, man sagt ja heutzutage nicht mehr Automobil oder den ihr
Autos, in Anführungsstrichen, man spricht ja heute nur von dem Produkt. Ganz wichtig, alles nur noch Produkte. Und für unsere Bundesregierung sind wir wahrscheinlich übelst noch Produkte. So, zack, 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 dann regelt man neue Träger. Die V-Log-Geschichte könnte auch lustig sein, ja, für die Leute. Ja, ich denke auch. Das könnte wirklich genau das auch werden, wo ich hin will. Also das ist, jetzt komme ich gerade mit den Löchern nicht klar, das nervt mich. Das ist natürlich immer ein Problem. Scheiße! Das sind manchmal so die kleinen Sorgen im Leben, die man im Autohandel hat. Ja. Man will keine neuen Löcher in die Stoßstange rammeln in so ein neues Auto. Das hasse ich wie die Pest. So, der Enrico ist motiviert bis in die Haarspitzen. Mit dem Insignia geht's gleich rund. Also ganz ehrlich, was sagt ihr zu den Kennzeichen? Leisten, Trägern? Ich finde die jetzt gar nicht so schlecht. Das ist halt mal was anderes, als wir sonst haben. Wir haben ja sonst die von der Firma Wirt. Ich finde es halt praktischer mit dem Abziehen, um ehrlich zu sein. Weil du ja manchmal hier unten dann irgendwelche Sicken und Kanten hast, wo du dann einfach echt einen Abfuck hast, das abzubekommen. Und so ist das eigentlich sehr elegant. Ich finde die auch sehr geschmeidig. Ach so, das ja, ist der Trick. Genau. Ja gut, okay, aber das ist easy. Ja, halt immer wegrufen, hinrufen ist schon... Das ja, wenn du das 20 Mal machst, ist das dafür nicht gut. Ja. Mal sehen. Aber dafür bieten wir die später dann wahrscheinlich auch im Shop an. Für reale, also für meine, ich will das für Spares anbieten. Ne? Weil ich denke, das ist ein Stück Plastik mit einer Schrift drauf. Ne? Also man sollte immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Manche verkaufen jetzt wie Kennzeichenträger für 14,99 €. Mit ein bisschen Werbung drauf, sinnlos drauf geprintet, genauso wie hier. Irgendwie der Satz, Brutto sehe ich gar nicht. Ne? Also muss ich mir da nochmal den Einkauf angucken. Und dann halt einen schmalen Verkauf einfach im Boot. Ne? Und dann nach Öl, Wasser gucken, aber das sollte bei dem ist hier kein Problem sein. Bei dem Trümmer da drüben gucke ich dann nochmal nach. Und dann geht's los. Hier nach. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber guckt ihr das an. Zieht euch das rein. Ja. Dann würde der andere sagen, das ist kaputt. Das stimmt was nicht. Stimmt's, Jules? Wie kommst du voran? Na ja, ich mach das Bilder von dem. Wie du Vieh. Junge, wie geht's denn du über unsere Autos? Hätte ich dir einen Akkuschrauber geben sollen. Den hast du gehabt? Ja. Du Sackschmatzer. Ja, ich glaube, wir müssen da nochmal investieren in ein paar Akkuschrauber. Das zweite wäre ganz gut. Ja, das müssen wir mal. Einfach mal bestellen oder im Baumarkt mal so ein Scheißding holen. Ja, frag mal den Chef bitte, ob der Geld frei gibt für die Scheiße. So, jetzt bin ich zufrieden. Haut mal in die Kommentare. Opel Insignia GSI. Fett, oder? Ich finde es gut. Und das nicht bloß, weil wir es verkaufen wollen. Dass die sich verkaufen lassen, das wissen wir schon. Ob es als Diesel geht, weiß ich nicht. Werden wir sehen. So, kurzes Break an der Stelle. Na Männer, wie sieht's aus? Guck mal, was wir hier haben auf dem Bildschirm, was ganz selten ist. Alles 0-0. Oh! Schon zum dritten Mal. Jetzt. Spielstand bei Dynamo. 0-0. Genial. Ja. Oh, ist das für eine schöne Felge? Die liegt hier noch rum. Guck mal hier. It looks like new. So selten, dass wir mal ein Auto mit einer neuen Bremse kriegen. Geil, oder? Golf 6R, seltenes Stück mittlerweile. Vorne die ist auch relativ, naja, die hat schon einen Grad, einen kleinen. Na ja, gut, es geht noch. Nee, marginal. Das sind die Winterräder jetzt drauf. Ich sag mal, die waren silber. Gibt's noch die 19 Zoll Original dazu. So, Schraubendreher zurückbringen. Vibe einsammeln, Schulter dran klatschen, Öl gucken. Und dann fahren wir mal schnell eine Runde Probe. Schnell gestanden? Der Chef ist wieder da. Wo ist denn die Großschmitzen? Was macht denn er hier? Schreibt mal in die Kommentare, ob dieses. Wir filmen einfach mal Just in Time selber. Ob euch das gefällt, dann machen wir das weiter, ansonsten lassen wir es. Ich bin dann weg. Ne, irgendeiner muss sich das die Scheiße nochmal angucken und zusammenschneiden. Sonst gibt es hier bald 3-Stunden-Videos. Und das will jetzt sicherlich keiner. Das spielt uns ja der Algorithmus überhaupt nicht mehr aus bei YouTube. Frau Großschmitz! Lisa, füllst du die Hefte aus? Welche? Na, für S-Klasse, 350. Ja, und Opel Insignia. Ja, aber welche? Ist dir egal. Ich habe noch nichts dran gemacht. Nee, ich habe das Kennzeichenträgerplatten umgeschraubt komplett. Geil!
X-Klasse finde ich schon mal geil. Sind 350? Jawohl. Der X350 hat meine Kilometer und das Car. Hm? Das steht in meiner WhatsApp. Will da was kaufen oder ist das nur als Ankauf? Das ist nur als Ankauf. Finde ich geil. Der hat ein großes Fuhrunternehmen, ich habe es noch richtig im Kopf, aber ich habe nicht so viel telefoniert. Was bedeutet 35 oder 38 brutto? Kapier ich es nicht. Was jetzt? 1000 Euro? Ja, ja, schon klar. Ich weiß nicht mehr, der war sich nie sicher, dass, und zwar, der mir das geschickt hat, der macht eigentlich LKWs. Hm. Und sein Geschäftspartner ist das quasi, der wusste nicht mehr, ob 35 oder 38. Okay, dann müssen wir ihn nochmal fragen. Soll ich das machen, wusste oder was er ja nie mehr. Ach so. Er macht das für sein Geschäft. Schon der Unterschied. Ja, ich weiß schon, aber die Frage ist, ob da überhaupt irgendwie... Boah, kein Schuss, ein Ding ist 350 frei euch. Ja, ich hätte auch mal Lust, schön dazu haben. 6 Zylinder? Na, wären denn 38 noch machbar, oder? Die Dinger sind teuer geworden. Wissen wir, letztes Jahr im Sommer gab es X250 Neuwagen für 33 Brutto neu. Als Power. 50. Für 50 aber. Guck mal, was sie jetzt kosten, ne? Sind teuer geworden. Mit voller, also mit voller Ausstattung. Mit LED, mit Navi, mit Alcantara, Doppelkabine, große Räder, 19 Zoll, Trittbretter, ne? Hallo. Ich hoffe, ich rede nicht ganz hier und klar, mein Wie sehen es bei Ihnen aus? Sie sagten ja, Sie sind ja zeitlich relativ frei. Werden wir das heute schon irgendwo zusammen forcieren? Oder ist das zu kurzfristig? Ich bin bis 18 Uhr im Haus, das ist kein Problem. Das kriegen Sie zeitlich hin. Um was geht's denn hier? Ja, mit dem Caddy will das Ding kochen und dann schickt der Termin auf Freitag. Ich sag, der soll heute kommen. Der Caddy, der gestern da war? Na klar. Der Ältere, ja. Cool. Kriegt man einen schönen Golf. Und? Ich halte ja alle von der Arbeit ab, aber da könnt ihr mal sehen, wie das hier so läuft. Der Jürgen ist nämlich ein heimischer Perfektionist, auch wenn er es ungern zugibt. Stefan, was ist denn los? Stefan, ich schütte einfach nur noch den Kopf. Der ist komplett verstört. Warte mal, bist du mit deiner Alten so lange zusammen? Bist dann bin ich mal gespannt. So, Enrico, schön, dass ich RG und Alter angerufen, ich muss los. Mittags 13 Uhr. Nächstes Jahr, Tom Lindner. Tom Lindner, nächstes Jahr Audi R3 verkauft. Meine Freundin findet das Auto ist zu laut. Doch. Muss das sein, jetzt die Karte spielen? Ach so. Siehst du, jetzt geht's schon los. Kannst du nicht mehr frei entscheiden. Der Lindner fährt bald EOS. Prius fährt er. EOS. Prius. Nein, EOS. Die Alte nimmt die Karre weg. Was? Die Alte nimmt denn die Karre weg. Oh, schade, ich bin ins falsche Auto eingestiegen. Oh, passiert mir ständig. Ach so, kannst du vielleicht noch tanken gehen? Mein Tank ist leer. Schüssel umgedreht, zack, null. Mit dem Porsche. Ja, original. Ich gehe früh raus, denke, wo ist mein Auto? Das ist einfach mit meiner Karre losgefahren, würde ich noch sagen. Hört, na, weil da der Kindersitz drin war. Genau, und das muss ich wissen und das muss und ich schon machen. Und du hier schön mit dem Rad ankommst, ja, schön, genau. Komplett ruhig, Rad abgestellt und hingesetzt. Geht gar nicht. Hast du dich schön erschrocken, als er da stand, oder? Bin ich erstmal schön mit dem Fahrrad gefahren, weil da wird aber auch nichts mehr gesagt. Das stimmt ja gar nicht. Ja, das stimmt ja wohl. Das ist Linder sogar jetzt. Das Auto war da. Ne, gar nicht. Bei meinem war die Batterie von immer einfach leer. Warum? Ne, die war nie leer. Gar nicht. Die war nie leer. Die war nicht drin. Und das Thema war, du bist mit meinem Auto gefahren, weil du hier im Bock hast und dann kommst du rein. Nein, ich hab meine Kinder. Ja, wir haben hier oben geschaut, ne? Ja, Bruder, denkst du, ich muss die bis um 9 abgegeben haben? Also denkst du auch, ist mir doch egal, was du früh machst. Na, Alter, aber ist mir doch egal. Wie wichtig sind 7 cm deines Ehemanns? Na hier, oder was? Die Kreditkarte. Und so läuft das hier. Los, komm jetzt, mach Mädel. Ne, ich hab deine Autos angefangen, ich bin ins Loch. Ja, dann mach doch mal die Schulter dran, was du mit dir hast geschlafen. Nee, mach auch. Komm, wir gehen jetzt mal den Kollegen hier weg. Das ist der Inch, der gerade arbeitet hier. Oder guckst du gerade Fußballergebnisse an? Ich hab's gerade weggeklickt, ja, ich hab's mit dem Live-Spiel. Oder bist du bei Lewu und checkst Viber ab? Wo bin ich? Was? Das tut er wieder unwissend, das wird er ja die Plattform nicht kennen. Ja. Man kann deine dreckige Lache immer noch hören. Das ist mit Abstand die dreckigste Lache, die es gibt, oder? Isa, ich denke, du bist falsch.
Das Video wird so geil. Ich bin seit 3 Stunden mit der Kamera in der Hand rum. Und anderthalb. Produktives. Was? Ich hab die Autos rausgeholt. Ich hab geklärt, was mit dem scheiß Carson-Mistvieh ist. Und hab die Kennzeichenplatten umgeschraubt. Tut der eigentlich schon mal Kiefer weh? Stefan? Mhm. Alles gut? Okay. So läuft's aber ab. Ab und zu wird immer gekichert. Eigentlich kichern wir relativ viel, auch wenn es manchmal scheiße ist. Aber ich sag ja, Spott. Wann können wir losfahren ungefähr? Muss noch was machen? Nee, ich hoffe nicht. Gut. Mach mal bitte den Heizlüfter aus, das ist eine Katastrophe hier drin. Nachteil an so einer alten Tankstelle, sag ich dir, wie es ist. Holger? Was geht denn? Also wie ich das rausgelesen habe. So, kurz noch mit einem befreundeten Autohändler geschnackt hier, der Georg, der kauft bei uns immer so die Exportkisten und der bestellt jetzt bei unserem Uli hier die neuen Kennzeichen, Leisten und Träger offensichtlich, nehme ich mal an. So ist es, du geht schon mal. Was ich natürlich immer mache, wenn ich mit dem Auto mal fahre, wenn ich mal in den Genuss kommen sollte, wow, hau los hinten, geht also auch, die gehen als erstes runter, dann die Fenster, die scheinen auch zu gehen, hat einen langen Radstand die Karre, sieht man schon an der übertrieben großen Scheibe. So, Vorderfenster wieder hoch, Sitzlüftung geht, Sitzverstellung funktioniert auch alles. Jetzt gucken wir mal, ob die Sitzheizung das macht, was sie soll. Und dann sind wir mal gespannt, ob die Karre auch losfährt. Klima geht, Verstellung geht, das funktioniert erstmal alles. Keine ekelhaften Softlag-Ablösungen, sensationell. Die Lenkradbedingungen gehen auch, PDC scheint auch zu gehen. Spiegelverstellung macht auch, was sie soll. Das ist schon mal schön. Das ist ja beim B221 immer so die halbe Miete, wenn elektronisch alles funktioniert. Schiebe doch noch schnell gucken. Jupp, passt. Macht was es soll. Die Klappen von der Spiegelgeschichte sind auch intakt. Na dann, let's go. Gestern war ein alter Herr da für einen Caddy, der kommt dann unterschreiben, das ist natürlich immer schön. Kriegt man noch einen schicken Golf 7. Sitzheizung geht ohne Wolke. Mega. Wollt ihr mal sehen, wie in der DDR bei uns die Taxis ausgesehen haben? Mal gucken, ob wir den noch kriegen. So, es qualmt nichts. Leistung hat er, schaltet sauber. Er ist schon ein bisschen warm, wir haben jetzt 60 Grad. Das ist, glaube ich, Wasser. Lenkrad steht leicht schief, das kann aber wirklich am Reifenluftdruck liegen. Mal ein halbes Bar Unterschied, kann man schnell 1 Grad hinter Verstellung sein und das Lenkrad will nicht weiter hoch. Und da sind sie wieder. Es geht raus, rein. Höher will er nicht als jetzt, wie es jetzt ist. Da würde ich doch denken, dass das. Guck mal da. Guck mal hier. Da seht ihr das. Das waren unsere Taxis zu DDR-Zeiten. Geil, oder? Guck mal, ob ihr das sehen könnt hier. Das Ding, fett. Da vorne steht auch die Lisa an der Ampel. Super. Ein schönes Kraftfahrzeug. Im Rollen sieht das Ding auch schweinegeil aus. Also Sitzheizung geht, die feuert richtig los übrigens. Beleuchtung geht auch. Ja, was haben wir noch? Totwinkel hat da nicht. Und ACC hat er auch nicht. Aber das die Lenkradverstellung geht zwar runter. Jetzt geht's hoch. Doch, es geht höher. Ne? Der hing gerade. Der Sound, oder Leute? Mercedes 6-Zylinder, Diesel einwandfrei. Fühl ich komplett. Und das Dreckschwein macht hier zu. Willst mich nie reinlassen oder was? Meine Güte, was ist nur dein scheiß kurzpimmeliges Problem, Leute? Verstehe ich immer nicht. Ein bisschen gegenseitige Rücksichtnahme, hä? Und ein bisschen Akzeptanz im Straßenverkehr. Das wäre schon toll. Bin zufrieden. Soll mal gucken, ob an den Sitzgedöns alles geht, weil ich glaube, die haben auch Massage und sind Multikontorensitze. Müssen also mal gucken, ob die ganze Lordosenverstellung geht. Das sind mit den Luftkissen, die gehen auch gerne kaputt. Aber ansonsten.
Es eiert ein kleines bisschen, das sind aber dann die Räder, die haben einen kleinen Standplatten, würde ich sagen. Sieht man auch, dass ein bisschen Luft wahrscheinlich fehlen wird. Und auch das ist ein Auto, damit reist du gut und gerne noch 300.000 Kilometer ab. Wenn du den entsprechend pflegst und wartest, ist das ein geiles Auto. Wird wahrscheinlich, sofern die Regierung und die Grünen und die SPD wollen, vielleicht noch die nächsten 10 Jahre den nächsten hier in Deutschland Freude bereiten. Weil ich meine, die haben hier mit dem Motor, das ist ein 350 CDI, ich meine, eine Euro 5 ist safe. Ich weiß gar nicht, ob der nicht sogar schon eine Euro 6 hat. Das müsste ich dann nochmal nachgucken. Gut, also ich bin zufrieden. Er macht, was er soll. Qualmt nie, fährt, lenkt, bremst, scheint Leistung zu haben, schaltet ordentlich. Klappert nichts. Geiles Auto, typisch S-Klasse. Steigst ein, fühlst dich super, sofort wohl. Ist mir auch im Haken seiner S-Klasse so ergangen. Fahren einfach immer noch geil, diese Autos, auch wenn sie schon alt sind mittlerweile. W221, muss ich sagen, wahrscheinlich mit einer der besten S-Klassen der Neuzeit. Denke ich. Wird sich dann zeigen die nächsten 10 Jahre, herauskristallisieren, ob es stimmt. Ich würde sagen, an der Stelle hören wir uns mal auf. Jetzt habt ihr aber einen kleinen Einblick in unseren Alltag bekommen. Obwohl, nee, halt, Moment, wir hören noch nie auf. Wir fragen die Lisa gleich nochmal, was sie vom Opel hält. Das machen wir jetzt noch und danach hören wir auf, okay? Hören wir uns mal ihr Fazit an, wie der Opel so fährt. Die Lisa ist die einzige Frau, die ich persönlich bis jetzt in meinem Leben getroffen habe, die so lange parkt, bis das Ding kerzengerade steht. Also wirklich kerzengerade. Ohne Scheiß. Guck mal, was da steht. Jawohl. E28. Und erzähl mal, ist gut? Ich bin jetzt erschrocken, ich dachte, das ist ein Benziner. Ne, ist ein Diesel. Ja. Was Besonderes mittlerweile. Ja, aber das ist so das typische Auslandauto, oder? Limousine, Diesel, Steuer? Ich glaube ja, bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich sehe den eigentlich ganz deutsch, ganz klar beim Privatmann im Besitz. Ja, früher war Limousine, Diesel immer Ausland. Oftmals, ja. Und, wie findest du den? Ja, hat sein Für und Wider. Wieso? Also ich finde das Auto gut. Aber was mich frisch abgeturnt hat, war das Geräusch vom Blinker. Ja, und der Blinker als solche sieht scheiße aus. Also das ist keine LED, sondern eine Birne. Das finde ich nie geil. Ich finde das so übelst cool gemacht. Also dieses Nardo-Grau, wie es ja bei Audi heißt, das ist ja so eine Modeerscheinung. Aber mit dem ganzen Schwarzen dazu, das haben sie schon schick gemacht. Kommt fett, ne? Ich finde das Auto geil. Ja. Also dir gefällt es nicht, merke ich schon. Doch, vor allem, ich finde auch die Sitze geil. Hm, haben wir alle gesagt. Mal was, also hat Opel jetzt echt mal ein bisschen was gemacht. Machen sie schon lange gut. Haben sie schon im Vorgänger Insignia im OPC ja, gut gemacht, die Sitze, die waren schon vorher top. Jetzt sieht so ein Auto eben auch mal richtig cool aus. Ich finde es auch gut, mir gefällt das, muss ich wirklich sagen. Du musst dir doch mal den Blinker an. Ich muss da mal fahren, fahr rückzu vielleicht mal ein Stück, um mal zu wissen, wie es ist, oder? Der Jürgen, wenn er das Video schneidet, dreht er durch. Können wir jetzt gehen? Und vor allem kannst du das Ding mal ausmachen jetzt. Oh, der hat oben ein bisschen Aua hier, wa? Das ist ein altes Auto. Hat der kein Sommerrad dazu? Nee, der kam so. Du, den haben die sicherlich irgendwo weggezogen. Der stand irgendwo ewig rum. Ja. Bist du? Ich sag dir, das ist eine Rückabwicklung. Rückabwicklung? Glaube ich nie. Meinst du, das war ein Streitfall? Ja. Wüsste ich jetzt aber nie, warum. Fährt er einmal frei die Karre? Ja, na, da weißt du manchmal nie, wie bescheuert die Kunden sind. Das kann sein. Reitfall, ja? Auch denkbar. Ich denke, der Abfall oder irgend sowas. Oder alter Mann, ewig nie gefahren. Wir gucken mal, was der kriegt. Das gibt bestimmt Abschluss. Wir sind übrigens gerade bei Möbelgracht im Mampen. Hier vorne ist gleich die Boden machen. Ja, Arschknapp hier, Mädel. Ja, braucht ein richtiges Rad. Finde ich, oder? Also der nächste. Muss ich hier irgendwie ein geiles Rad drauf schmeißen? Sieht beschissen aus. Ich sage jetzt mal bewusst der nächste, nicht ich. Ne? Nicht, dass du wieder hältst. Du hast gesagt, hier gibt es neue Felgen. Ja, du bist so weit vorne. Ja, aha. Hier bist du genau. Guck mal wieder hier. Typisch Linie. Lisa, genau in der Linie. Weiter, 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 weiter. Komm. Wir machen jetzt hier bei Möbelkraft. Ah, stopp. So ist okay. Fangen wir mal bei Möbelkraft im Autohandel an. Die denken wahrscheinlich, wir sind nicht ganz dicht. Das wissen die aber auch schon. Aber guck mal das ganze Moos hier an. Guck dir das an. Boah.
lang gestanden. So, Freunde. Ich hab's wirklich an die Linie gestellt. Jawohl. So, machen wir kurz aus hier die Scheiße. Ja? Naja, hat er nie bestellt. Naja, gab's halt. Hat er keinen Bock gehabt, hat er nie gesehen, Kilos. Hat er gedacht, Schlüssel drücken kann ich selber, aber Tür zuziehen geht nicht. So, Enrico, jetzt mal den. Ich bin sehr gespannt. Endlich fahre ich mal den neuen Insignia. Ha? Wir treffen uns, fahren wir die Autobahn? Ja. Jetzt sind wir schon auf den scheiß Blinker getriggert von der Lisa. Ah, Alter, die Sitzposition von dem Vibe. Nee, komm, Gründe, das ist gar nichts. So. Muggeleise. Also was mir persönlich nicht so richtig gefallen will, ist, dass der kein volles virtuelles Cockpit hat. Aber krass, wie viel Platz man hier hat, ne? Ja, was halt gefühlt ein bisschen preiswert wirkt, ins Verhältnis jetzt zu dem alten Benz. Und da muss man jetzt wirklich auch dazu sagen, klar, das eine ist die absolute Oberklasse bei Mercedes und das andere ist quasi die obere Mittelklasse bei Opel. Allein die Marken sind ja schon ein Unterschied für sich. Die Blinker und die Bedienelemente hier fühlen sich etwas günstig an, um es mal gelinde auszudrücken. Das ist geil. Getriebeschaltet cool. Man merkt den Schaltvorgang noch, also es ist nie so konzipiert, dass man sagt, wir rationalisieren jetzt hier alles weg. Das zeigt dann auch mal wieder, wie unterschiedlich da die Auffassungen sind. Ich finde den Blinker eigentlich ganz cool, vom Geräusch her, vom Relais-Klacken quasi. Wobei das eh bloß künstlich erzeugt ist, das Geräusch. Da ist ja kein Relais mehr da, so wirklich. Und das würde mich jetzt gar nicht jucken. Null. Also das ist wirklich dann gefühlt halt Geschmackssache einfach komplett. Was mir wiederum missfällt, sind die der Blinkhebel als solches, wie das Ding sich anfühlt. Das sieht halt auch sehr preiswert aus, wie im Fiat, finde ich. Na, also, naja, das ist nicht so geil. Das Lenkrad ist wiederum ganz cool. Aber ehrlich, jammern auf ganz hohem Niveau und wahrscheinlich auch einfach lächerlich und nieder Rede wert. Dafür reißen sie die Sitze richtig raus. Mal Sitzlüftung an. Alter, guck mal hier, mit da wird gebürstet, der Tunnel. Guck dir das an. Mit einer riesen Bürste hier an der Wand lang gefahren, jawohl. So was hätte ich auch gerne. Momentanverbrauch 18,8 Liter ist auch vielversprechend, oder? Lenkradheizung hat die Kiste, Sitzklima hat er, Memory-Sitze, großes Navi, LED, Scheinwerfer, Schiebedachglas, Totwinkel, ACC, also Keyless Go, Head-Up-Display, Schaltpedals, ist alles da. Also, was müsst du mehr? Mehr geht eigentlich auch kaum. 360 Grad Kamera alleine parken kann die Kiste, so wie das aussieht. Wahnsinn, eigentlich. Geile Sitze, geile Optik, geile Felgen. Ich bin zufrieden mit dem Ding. Ich fahre jetzt mal kurz noch ein Stück Autobahn. Würde mich mal interessieren, wie die 209 PS, was die hier so machen in dem Ding. Der hat ja auch Allradantrieb. Wird also auch ordentlich schwer sein, vermute ich mal. Was, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitkriegt, was aber positiv auffällt, ist die Ruhe in dem Auto. Ist erstaunlich ruhig hier drin. Der Head-Up-Display zeigt dir echt schön an, was los ist. Ne? Genial. Also der Head-Up-Display ist wirklich so gut, auch von der Darstellung und von der Auflösung her, dass dir hier das, ich sag's mal in Anführungsstrichen, so halbe virtuelle Cockpits gar nicht mehr ins Gewicht fällt groß, das ist eigentlich egal. Fahren jetzt 110 km/h und vom Windgeräusch her fällt es bis jetzt nicht negativ auf. Ne? Also, du hast schon den Eindruck, als wärst du hier in einem Oberklasse-Fahrzeug unterwegs. Und das finde ich, da fällt das dann immer auf, was für ein Auto du sitzt, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist.
so ab 120 Sachen, da fällt dann auf, was du gerade fährst. Ja, mal gleich sehen. Ich habe jetzt mal das Schiebedach zugemacht, vielleicht vom Licht, ein bisschen blöd. Aber eben wegen der Geräuschkulisse. Es macht unheimlich was aus, ob du die Verdunklung vorm Schiebedach, vorm Glasdach hast oder nicht. Geräuschmäßig vom Lärmpegel her immens. Jetzt greift die Karre auch ein hier wegen Spurwechsel. Aber liegt auch geil auf der Straße. Also du hast gar nicht das Gefühl, dass du in irgendwie in einem großen Insignia sitzt, wenn du um die Kurven fährst, sondern könnte auch gefühlt ein Corsa sein, OPC. Wie ist das irgendwie weg? Hinter mir ist es auf jeden Fall nicht mehr. Müssen wir mal gucken jetzt hier, bin ich gespannt. Okay. Ich war jetzt nie im Sportmodus, ich bin jetzt hier ganz normal rausbeschleunigt. Gibt es nichts zu meckern. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass der Kumpel hier, LED Digital Tacho, wir können jetzt mal gucken, achtet mal auf die Geschwindigkeitsanzeige. Ich gebe jetzt nochmal einen Gasstoß, achtet mal drauf, siehst du das? Die hängt wie kurz. Aber auch das. Naja, kostet halt neu keine 80, die Kiste. Oder 70. Ja, was kostet ein R6 mit vergleichbarer Ausstattung mit ähnlichem Motor? Bist du wahrscheinlich bei 65, 70 Millionen Rabatt. Und Rabatte wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Was kostet das Ding hier neu? 50? Ungefähr wahrscheinlich, würde ich mal schätzen. 50, 55, mehr wird er wohl kosten. Wahrscheinlich nicht kosten. Und ein A6 mit vollem Rohr, mit Sitzklima und allem Scheiß, wirst du richtig ablegen müssen. Da bist du locker beim 70er rausgekommen mit Sportpaket, mit Allrad, mindestens 200 PS. Gehen wir auf Sport, wenn wir wissen, was da passiert. Sportmodus rein. Lenkung ist auf jeden Fall schon mal fester. Das kann ich mal sagen, das Fahrwerk ist auf jeden Fall auch härter. Definitiv. Wir fahren jetzt übrigens, ich nehme nochmal einen Gasstoß, ja, knappe 170 Sachen. 160, 170. Oh ja, ist gut. Bremst auch geil. Also, vielleicht so zwei, drei Kleinigkeiten, aber ich denke, in Summe so, vom Gefühl her, hat Opel hier gute Arbeit geleistet. Und das Auto fährt auch viel draußen rum. Also ich denke, Preis-Leistung passt hier einfach. Man muss immer den Wert, was man bezahlt, dafür ins Verhältnis setzen. Du kriegst ein Riesenauto, was an Verarbeitung meiner Meinung nach auf jeden Fall deutlich besser ist, als das, was manche Konkurrenten oder was früher bei Opel up-to-date war. Würde ich jederzeit wieder kaufen, so ein Auto. Definitiv. Jederzeit. So, ich würde sagen, an der Stelle sind wir uns, greift ihr ans Lenkrad ein. Das nervt mich schon. Diese scheiß Spurhaltekacke. Furchtbar. Ich würde sagen, an der Stelle, das ist so mein Fazit zum Opel. S-Klasse müssen wir nochmal genauer beschnarchen. Da müssen wir dann eben nochmal schauen, was hat es mit dem Auto auf sich. Hat er irgendwo ewig gestanden? War es eine Sicherstellung von der Bank? War es ein Streitfall mit dem Autohaus oder mit dem Hersteller? Oder war es einfach ein alter Mann oder eine ältere Dame, kann die Oma sein, die einfach nicht mehr gefahren ist, weil Sterbefall und Co. Licht reinlassen. Das werden wir vielleicht nochmal beleuchten. Das ist jetzt so das, was wir heute, ich weiß noch nicht, was Julian daraus gemacht hat. In Summe haben wir dann, glaube ich, 3 Stunden lang gefilmt. Der kriegt, glaube ich, eine komplette Meise, wenn er die Daten von der Karte zieht. Dann denkt er sich, Alter, was hat der Tesla 4 schon wieder gemacht für eine Scheiße? Der spinnt ja. Wann und wie soll ich denn das machen? Aber wir versuchen es trotzdem irgendwie für euch herzurichten, dass es für euch schaubar wird und vielleicht, naja, bei einer Stunde enden wird wahrscheinlich knapp werden, dass wir das überhaupt schaffen. Wahrscheinlich werden das eine Stunde, anderthalb. Sobald das ja wohl einigen, wie man das oft in den Kommentaren lesen kann, gefällt. Haut mal bitte, tut mir den Gefallen oder tut uns den Gefallen, schreibt uns in die Kommentare, ob das Format so cool war, ob ihr da öfter so dabei sein wollt oder ob ihr sagt, nee, lass mal, das war eh komplett langweilig, ja, das war komplett nichts.
dann immer rein in die Kommentare damit. Dann wissen wir in Zukunft, ob ich mir öfter mal diese kleine Minikamera hier schnappe und unser Just-in-Time quasi das, was hier täglich passiert, filme. Und vielleicht kriege ich es auch irgendwie mal so gefilmt, dass wir das quasi fast in One-Take rausschmeißen. Das heißt also 1:1. Und das, wenn das geht, also wenn wir das hinkriegen sollten, sprich jeden Tag so filmen, würde ich das quasi, dann könnte man sich sogar vorstellen zu sagen, okay, wir bringen jeden Tag ein Video. Also sprich, das habe ich mir so überlegt, Montag ein normales festes Video, Dienstag so eins, Mittwoch wieder normales Video, Donnerstag wieder so eins, Freitag wieder normal, Samstag wieder sowas, eventuell müssen wir mal sehen, ob wir das schaffen könnten, und Sonntag wieder mit Tante halt wie üblich. Das wäre jetzt so der Gedankengang. Ob man das umgesetzt kriegt, wird sich dann zeigen jetzt in den nächsten Monaten, was über den Winter passiert, was kommendes Jahr passiert. Plan und Ziel ist es eigentlich, diesen Modus für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres komplett mit einzuführen, wenn euch das gefällt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis bald, euer Enrico, ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen aus dem feinsten Mediabüro. Kurze Anmerkung meinerseits, ich lebe tatsächlich noch nach diesem Schnitt von über 3 Stunden. Folgendes ist der Fall, der Ton ist natürlich semi-optimal, einfach weil Enrico übel spontan losgelegt hat, sich die Leica genommen hat, wir dann diesen Oschi hier, also dieses rote Mikrofon unten so rangebastelt haben, und natürlich ist das ein Richtmikrofon und so und nimmt natürlich nicht in alle Richtungen auf, von daher ist das ein bisschen schlecht, aber wir würden das jetzt beim nächsten Mal mit diesen feinsten Rode Wireless Go Mikros machen. Das heißt, das wäre dann der nächste Step. Im nächsten Video, wenn euch das so gefällt, würden wir das so machen. Und in diesem Sinne entschuldige ich mich für den Ton, aber ich konnte es leider auch nicht mehr besser fixen oder so. Ich habe es schon probiert mit irgendwelchen Rauschminderungen oder so, aber ich hoffe, ihr habt es überlebt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.